Und wir freuen uns sehr über unsere Gäste heute Morgen. Und die kriegen jetzt 27 Fragen und eine kleine Überraschung. Herzlich willkommen, Joko und Klaas. Guten Morgen. Hello, guten Morgen. Oh, danke. Hallo, guten Morgen. Danke. Wie geht's denn? Gut. Vielen Dank, sehr gut. Dankeschön. Sehr gerne. Welcher Beruf wär's denn eigentlich geworden, wenn nicht Fernsehmoderator? Ich habe ganz viel abgebrochen und habe nicht so richtig zu Ende geführt. Deswegen kann ich das gar nicht richtig beantworten. Es gab keine Perspektive. Bei dir wissen wir, Friseur ist richtig? Genau. Wärst du ein guter Friseur geworden? Nein. An wen, Joko, ging denn deine letzte SMS heute Morgen? Heute Morgen? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich habe heute Morgen tatsächlich noch niemandem geschrieben um die Uhrzeit. Hast du schon eine verschickt? Nee. Hast du schon eine bekommen? Ich weiß nicht. Haben noch nicht geguckt, nein. Also ich habe tatsächlich eine bekommen. Ich habe geschrieben, ich hab geantwortet auf die Frage, ob ich gleich mal anrufen könnte. Ich habe gesagt, ich bin jetzt beim Frühstücksfernsehen zu früh. Sehr gut. Ja. Sehr richtig. Wie beginnt euer Tag? Mit Kaffee oder mit Tee? Tee. Kaffee. Schwarz? Nee, mit Tee? Nee, gerne Fenchel oder wenn sowas. Ja, haben wir alles, ja, im Angebot. Gibt es eigentlich sowas wie den schrecklichsten Moment in deinem Berufsleben bis jetzt? Oder was war der unangenehmste Moment in deiner Karriere? Ich glaube, so rein vom unangenehmen Schmerzen formuliert, ja, würde ich sagen, Lippen zunehmen beim Duell um die Welt. Das war somit das Brutalste, was mir jemals untergekommen ist. Ansonsten habe ich einen starken Partner an meiner Seite, der mir immer seine Schulter leiht, wenn ich weine. Gibt es eigentlich ein Ritual, was du hast vor Showbeginn? Ja, wir küssen uns immer. Das ist und wir lügen viel. Frühstücksfernsehen. Das kommt gar nicht gut. Müsli oder Rührei morgens? Müsli. Rührei. Hund oder Katze? Hund. Katze. Sushi oder Pizza? Pizza. Sushi. Hast du eine Lieblingsfarbe, Joko? Blau. Welche Farbe geht gar nicht für dich? Ja, ich bin rot-grün blind, deswegen geht das eh alles durcheinander. Ich hab, mir wurde letztens gesagt, unsere Blumen sind braun geworden. Habe ich nicht gesehen. Das ist sehr schön. Ihr seid beide junge Väter. Welche Tatsache über das Vatersein hat man euch verschwiegen und welche hättet ihr gerne vorher gewusst? Puh. Da müssen wir mal nachdenken. Da fällt uns ja so spontan gar nichts ein. Das ist tatsächlich, das ist eine sehr schwierige Frage. Mhm. Ach, ist jetzt schon zu persönlich, wa? Zu welcher Musik hast du zum ersten Mal geküsst? Ich kann mich an den Film erinnern, der in dem Kino lief. Das war Cable Guy mit Jim Carrey. Ein sehr romantischer Film. Jim Carrey hat, der hat so einen verrückten Cable-Typen da gespielt. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Ich habe da die ganze Zeit nur rumgemacht. Aber da war ich 13. Und Amanda hieß die Frau und der Papa von Amanda hatte... Amanda Lear? Amanda hatte einen Papa und der hatte ein Tattoo-Geschäft. Und das war, sagen wir mal, eher eine windige Familie, in die ich mich da hineingegenschert hatte. Aber sie hat megamäßig geküsst wahrscheinlich. Ja, und hat mich dann natürlich auch... in den Ferien hat die mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und da die Pferde geschlagen, die im Kreis laufen müssen. Die hatte Pfiff. Also du willst nichts darüber sagen, es ist als Vater, aber haust aus deiner Jugend alles raus. Finden wir sehr richtig. In welcher Fernsehserie, Joko, hättest du gerne mal mitgespielt? Full House. Ich fand die Zwillinge immer so niedlich. Welches war deine erste Platte? Meine erste Platte, ich wollte mir kaufen Europe The Final Countdown, habe aber nur den Schriftzug der Band erkannt und habe mir die falsche Single gekauft. Ich konnte noch nicht lesen. Wer von euch beiden kriegt eigentlich mehr weibliche Fanpost? Oh, das haben wir noch nie gemacht. An dieser Stelle bitte ehrlich beantworten. Das weiß ich ja nicht. Also ich habe ja seine Passwörter alle nicht. Das, nur ein paar. Sein Netflix-Account. Und mein Skygo-Account, der benutzt auch. Für wen warten denn mehr Frauen vor dem Studio? Also das sind alles, muss man sagen, also die Leute, die warten, das sind dann doch schon betagtere Damen. Auch hier vom Frühstücksfernsehen, ja, waren gerade wieder eine nette alte Dame mit so einer flotten grauen Strähne vorne. War jetzt heute Morgen, hat mich das jetzt noch nicht direkt verwandelt in kochende Lava. Aber vielleicht, wenn ich hier fertig bin und noch zwei, drei Kaffee drin habe, mal gucken, was beim Rausgehen passiert. Es ist noch eine lange Karriere, die vor dir ist. Du wirst noch staunen, wie du dich freust über eine ältere, betagte Dame mit einer grauen Strähne. Ich bin für sowas nicht zu haben. Welche typische weibliche Fähigkeit hättest du denn gerne? Denken. eine
weibliche Fähigkeit? Weil, haben wir nicht die gleichen Fähigkeiten? Ist es nicht alles? Also ich kann zum Beispiel Kinder kriegen, das kannst du schon mal nicht. Ah, das stimmt gut, das ist richtig. Ja. Ich hatte gerade die erste Assoziation, weil ich hätte gerne Brüste. Einfach mal, ich gerne wissen würde, wie das ist, wenn man Brüste hat. Aber das ist ja keine Fähigkeit, Brüste zu haben, oder? Das ist schon eine doch, Fähigkeit. Doch. Na, welche zu sich wachsen zu lassen, wäre eine Fähigkeit. Ja, das wäre eine Fähigkeit. Warte, ich konzentriere mich mal ganz doll. Vielleicht passiert. Und die, aber pass auf, die einfach zu haben, ist ja auch theoretisch möglich. Ja, das stimmt. Und auch fürs Duell um die Welt. Irgendwann mal. Interessante Information für dich. Interessante Information, vielleicht sollte ich an dieser Stelle aufhören zu reden. Dich auf sowas mal einlassen würdest. Warum muss ich am Samstag die beste Show der Welt gucken? Weil es die beste Show der Welt ist. Seine Liebeserklärung ist an das Prinzip Samstagabendshow, weil wir den Samstagabend als Show, als Familienshow, als einen Abend, an dem die ganze Familie von alt bis jung zusammensitzen soll und gleichermaßen Spaß hat an einer sehr abwechslungsreichen Show. Dieses Gefühl möchten wir erhalten und verteidigen und das ist unser Angebot. Ich freue mich drauf, heute Joko und Klaas und für die Beantwortung dieser 27 Fragen, die ein bisschen üppiger geworden sind, gibt es bei uns immer eine kleine Überraschung. Was denn? Haschkuchen? Nein, haben deswegen zuletzt, seid ihr immer so gut drauf. Wir haben die ganze Firma mal zum Skiurlaub eingeladen und da haben wir Haschkekse gegessen, also wir nicht, aber Leute, die wir auch nicht kannten, die auch im Bus waren, die haben Haschkekse gegessen und 6 Stunden ein Bingo gespielt. Ja. Sehr schön. Ja. Bingo! Joko und Klaas heute Morgen im Frühstücksfernsehen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Wir kommen nie wieder. Ich wollte da ins Wohnzimmer und über diesen Hund steigen. Und in dem Moment trete ich ihn leider auf der Pfote und er beißt mich halt da.